Wieder, wieder. Was mache ich denn mal Schönes? Also zum Ersten würde ich sagen, Fehlerbehebung. Jemand meinte, hier fehlen, ja, hier fehlen ein, zwei Sachen. Das ist vollkommen richtig und vielen Dank für den Hinweis. Da. Die fehlen. Ich weiß nicht, ob ich vergessen habe, sie zu setzen oder ob sie zerstört wurden. Aber das sollte jetzt schon mal die Stromgeschichte wieder ein wenig in richtige Bahn lenken. Das ist gut. Türme haben wir viele gebaut, Mauern haben wir viele gebaut, das ist okay. Die wollte ich allerdings noch setzen, die zweite Reihe. Viel wichtiger wäre allerdings Sniper-Türme, wenn ich mir das gerade so überlege. Nein, keine Raketenwerfertürme bitte, Sniper-Türme, die da. So, und die dann taktisch gut verteilen, damit sie auf alles schießen, was in der Basis spawnt. Es gab in den Kommentaren eine Idee, dass es doch noch mit Smog zu tun haben könnte. Und dass ich dort auch mal ein Augenmerk haben sollte. Gefühlt spawnen die nämlich hier, wo die ganzen Schmelzofen sind und die Steam Engines. Was übrigens heißt, ich sollte hier wirklich mal dicht machen. Auch wenn die nicht zu funktionieren scheinen, die Betonböden. Ich hatte ja die Hoffnung, dass die Betonböden den Spawn verhindern. Oder das Durchbuddeln verhindern von den Viechern. Und warum kommen keine guten Tränke? Mi. So. Gut. Lass ich den Spawn verhindern, aber das tun sie nicht. In einem Video wurde ein Timecode gezeigt, dass einer direkt auf diesen Steinplatten rausgebrochen ist, was schade ist. Aber, wie gesagt, wir bauen einfach jetzt ein paar von den Dingern hier. Verteilen die überall eine Basis, ballern ein bisschen Muni rein. Muss ja nicht viel sein. Und die muss ich dann regelmäßig auffüllen. Was jetzt noch ein Argument für ein... Oh ja, gib mal her. Was jetzt noch ein Argument wäre für ein ordentliches Muster... dass wir innerhalb dieses Musters alle zwei, drei Poles halt einen Sniper-Turm hinstellen und somit eine komplette Abdeckung haben. So, erstmal kriegst du hier volle Ladung. Dann setze ich hier oben noch irgendwo einen hin. Ja, kriegst auch voll. Hier auch noch einen. Die können ja ruhig ein Gebiet mehrfach abdecken. Dann zerstören sie schneller. Warum gehst du... Achso, Gun-Turret, falsch. Wie jetzt? Gun-Turret... Achso, wir haben einen falschen, der Rest sind Sniper-Türme. Okay. Wo noch? Also die sollten das abdecken. Der sollte das abdecken. Da unten den. Ich glaube, ich bapp hier nochmal einen hin, auch wenn es vielleicht ein bisschen Overkill ist. Aber lieber Overkill, als dass irgendwelche Gebäude zerstört werden, wo ich dann erst zig Folgen später merke, dass irgendwas falsch läuft. Brauche ich Eisen? Ja, Kupfer auch. Nom. Gib mir Eisen her. Mehr Zahnräder her. Und Kopper. Daraus sollten wir mal eine Stahlkiste machen. Du, Stahl. So. Dichter. Ach komm, setzen wir hier auch noch einen hinten. Blub. Und dann sollte hier drin eigentlich schon mal nichts mehr lange überleben. Ich setze also noch einen Turm bei der Ölverarbeitung hin. Noch einen Turm hier hin. Und hier. Hier wäre, glaube ich, auch ganz wichtig. Also pappen wir einen dazwischen. So, und schon haben wir keine Muni mehr für die Sniper-Türme. Das war ein wenig undurchdacht von mir, das alles hier oben zu verballern. Aber ich hoffe mal, der kommt einigermaßen hinterher. Und jetzt können wir Eisen verdoppeln. Das ist super. Okay, oder auch nicht. Mist. 5 Alien-Artefakte pro Grinder. Das ist dann wohl doch eher Mid-End-Content, hm? Wir können das Illyrium Processing erforschen. Das wird wichtig sein, um genau Illyrium Extraktor zu bauen. Und das brauchen wir, um diese komischen Illyrium Cluster abzubauen, wo die Zerg sich raufgesetzt haben. Dafür bräuchten wir Chemistry, dafür bräuchten wir Batterien, dafür bräuchten wir Schwefel, was wir ja auch für zigtausend andere Sachen brauchen. Also Schwefel, go. Höhen. Nehmen wir ein bisschen Holz hier mit für Biomasse. Ich will hier nicht verhungern. Ja. Es gab übrigens auch den Vorschlag, Fischereien oder ähnliches zu bauen, um dann aus den Fischen Biomasse zu machen, was wohl einfacher wäre. Ja, das stimmt. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, wo das war. Ich glaube, in Fabriken konnte man Fische herstellen, wenn man einfach nur Wasser reinpumpt. Irgendwie so war das. Boah, Welt hier schnell hergestellt. Super, sehr, sehr gut. Die Fabriken funktionieren einwandfrei. So, du hast einen Sniper-Turm für hier. Dann mache ich nochmal einen Sniper-Turm. Irgendwo hier. Da drin hätte ich ganz gerne. Ich habe es mal wieder zugebaut.
Oh, doch, geht. Kann ich die auch befüllen von hier? Ja, sauber. Okay, du deckst schon mal das da alles ab. Dann kommt hier unten noch... Was? Kommt hier unten noch einer hin? Da so. Schon habe ich wieder keine Munition mehr. Und hier für die Lavalampe hätte ich gern mindestens noch einen. Wahrscheinlich noch einen hier, noch einen da unten und dann noch einen da. Dann sollten eigentlich alle Gebäude erstmal abgedeckt sein. Gut, also äußere Sicherheit wurde dran gearbeitet, innere Sicherheit wurde dran gearbeitet und ich habe hier noch gar keine Anbindung. Du, das, das. Labore hatte ich schon vorbereitet, richtig? Ja, hier. Blub, blub. Ah, es geht nicht auf. Da war was. Blub, 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 blub. So ging es auf. Fünf Stück da. Fünf Stück hier. Das heißt, du müsstest noch ein bisschen weiter. Angriff unten links. Türme schießen. Alles ist gut. Schön. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Allerdings werden die fünf Forschungsdinge niemals durchgehend arbeiten, da bin ich mir relativ sicher. So, wo, warum? Ihr werdet auf die Seite gelegt, das heißt, die müssten auf die Seite, so. Jo, okay. Woran hapert's bei dir? Du kommst nicht häufig genug. Nein, du hattest keinen Platz, um das reinzulegen. Ja, gut, das sollte also auch funktionieren. Licht wäre noch ganz schick. Machen wir hier zwischen immer so ein bisschen Licht hin. Da und da auch noch. Jo. Und aus denen sollte ich eigentlich Sniper-Türme machen. Aber ne, Munition ist wieder ein Problem. Oh. Essen abholen, Essen abholen. Nom nom nom, schluck schluck schluck. Hust, hust, hust. So. Ah, Foodtank ist nicht voll, weil du bestimmt keine Biomasse hast. Bitteschön, dankeschön. Füllt sich mäßig. Ich probiere das mal mit der Fischerei jetzt. Du, kannst du Fische herstellen? Bei den Waffen sind Fische bestimmt nicht. Doch nicht hier drin? Gibt es ein extra Fischgebäude? Grinder, Kompressor, Offshore Pump? Nee. Eine Chemical Plant nicht, oder? Ich guck mal, hier. Flüssigkeit, nein. Holz, nein. Ich denke, das werde ich erforschen müssen. Schade. Aber gut, zwischendurch Holz hacken ist ja nicht so das Problem. Und Essen hält sich soweit ganz okay. Warum habe ich eigentlich so viel von der Munition dabei? Um Türme zu bestücken, hm? Aber das wird ja eigentlich automatisch außen gemacht. Ja, nee, das kann ich eigentlich wegtun. Mach mal hier eine Holzkiste hin. So. Und tu da die Munition rein. Gut. Noch eine Sache, die ich vorhatte, die ich auch letzte Folge erwähnt hatte, waren die Construction Bots. Und da waren die Kommentare hellauf begeistert von. Gerade jetzt, was Reparaturpacks angeht und Reparaturbots. Die sollen wohl ziemlich wichtig sein. Stimme ich zu. Aber da gehe ich auch in die Richtung hin. Durch dieses Schwefel und dann Batterien gehen wir ja in Richtung von Chemistry. Und Chemistry wurde gebraucht für Robotics. Soweit ich das verstanden habe. Und was ich auch noch ganz gerne machen würde, wäre noch mehr rote Packs herstellen. So. Und irgendwo vielleicht noch abgreifen. Um unsere DNA mal ein bisschen zu verballern. Für Origins. Das erhöht ja auch immer unseren Schaden. Und mehr Schaden ist toll. So. Mauer darum. Und ist inzwischen 10 Minuten rum. Das heißt, ich könnte mal schauen, wie sich das hier jetzt eingepennt. Wow. Sauber. Sehr schön. Wie sich das hier eingepennt hat mit den grünen und roten Chips. Weil vorher, also mit letzter Folge war das, glaube ich, hatten die grünen Chipfabriken sich zu viel Eisen und Kupfer geklaut. Und deswegen konnten die roten gar nicht produziert werden. Kann ich inzwischen intelligente Ärmchen bauen? Nein. Wäre auch noch interessant. Wo sind die? Da. Bei Circuit Networking. Auch ein neues Hardcoreo-Ding. Kostet auch nicht viel. Decider Constant Combinator. Das wie gesagt, klingt für mich ein wenig zu abgefahren. Da muss man zu viel nachdenken gerade. Smart Insert ist auf jeden Fall interessant. Deswegen würde ich es erforschen.
Aber erst nach der Batteriegeschichte und so weiter. Hier mopse ich mir jetzt erstmal alles an roten Chips, damit das auch wieder ein bisschen anläuft. So. Auch wenn das langsam echt genug ist hier. Okay. Munition holen wir jetzt, glaube ich, als nächstes dran. Also Plan, jetzt als nächstes Munition holen für die Snipertürme. Hier mehr Snipertürme hinsetzen, alles abdecken. Dann... Das kann ich nicht boosten. Das im Auge behalten, dass hier schön viel Forschungspunkte generiert werden. Einmal einen Kohle-Run machen, um die Kiste oben aufzufüllen und die Schmelzöfen. Und dann wäre, glaube ich, ganz praktisch, dass ich anfange, die elektronischen Schmelzöfen zu bauen. Die da. Und das Schmelzsystem irgendwo neu aufbaue. Idealerweise natürlich mit Crushern, also diesen den Grindern hier. Aber dafür bräuchte ich mehr Alien-Artefakte. Was bedeutet, ich müsste mal wieder losgehen und was kaputt machen. Das klingt gar nicht so schlecht. Also ich bewahre mir 10 Artefakte auf für die Power Armor, die erste. Und versuche jetzt noch 4 zusammen zu bekommen für den Grinder. Also für einen zumindest schon mal, damit sie das verdoppelt. Ja, dafür bräuchte ich aber jetzt wieder ganz viel Munition. Also erstmal die für die Sniper Tower. Und dann die hier für die Gatling Gun. So, ihr könnt auch mal wieder hier. So. Flop. So, repariert auch nicht schlecht. Das heißt, ich könnte jetzt im Nordosten wieder die Königin anstupsen und hier schießen lassen. Das klingt gut. Und dauert auch nicht lang. So. Die Basis im Nordosten wurde vernichtet vor 4-5 Folgen, glaube ich. Das heißt, wir können jetzt beobachten, wie schnell sich sowas erholt. Also wenn eine neue Basis da gebaut wird, wie... Wow, was ist das da alles? Was da alles gebaut wird? Nix. Okay. Daneben. Könntest du... Schießen wir auf das Ding. Was? Wow, okay. Lauf, Forest. Lauf in den Wald. So, Snipertürme schießen lassen und das da. Ich bin echt versucht, mir die Basis mal anzugucken. Einfach nur, um zu schauen, wie eine Basis aussieht, wenn sie genug Zeit hat, sich aufzubauen. Und eigentlich müsste ich die Basis auch wahrscheinlich vernichten, um zu verhindern, dass da jetzt irgendwelche Mutalisten, Hydralisten oder was weiß ich hergestellt werden. Du bist auch ein bisschen zäher als vorher, oder? Warum kommst du mir jetzt nicht hinterher? Hängst du in einem Baum fest? Ja, oh, was ist da los? 11 Türme schießen, Pumpen werden angegriffen. Eine Pumpe wurde zerstört. Es schießen aber immer noch genug Türme. Hat also auf jeden Fall funktioniert. Und war auch sinnvoll, die Sniper-Türme aufzustellen. Gut, trotzdem muss ich immer noch zwischendurch was ersetzen. Weswegen wir eigentlich noch wahrscheinlicher... So, okay. Deswegen wir noch mehr auf die Roboter setzen müssen. Weil dann kann ich später Logistikkisten irgendwo hinstellen. Was? So sehe ich. Kann ich später Logistikkisten irgendwo hinstellen mit jedem Gegenstand in der Basis. Und wenn dann irgendwas zerstört wird, kommt ein Roboter an und setzt es automatisch neu. Dann verpasse ich nicht wieder irgendwelche Ärmchen. Was ja doch recht übel ausgehen kann. So, und du gibst mir jetzt nur ein Artefakt, richtig? Das reicht nicht. Ich glaube, ich habe auch gar nicht genug Flammenwerfermunition dabei, oder? Ich hoffe, das reicht. Warum nur? Warum bin ich immer so vorbereitet? Oh, warte. So, du hältst da... Was? Was? Warum wird beschädigt? Keiner schießt? Warum werden Türme beschädigt und keiner schießt? Das sind Türme ohne Ärmchen, oder? Okay. Munition holen, Dinge töten. Dann die Basis wieder versuchen. Go. Da. Flammenwerfermunition, Kettlingmunition. Runterlaufen. Habe ich genug Muni? Ja.
Und ein Vorschlag, der auch gemacht wurde, ist, ich soll immer Mauern, Straßen da setzen, wo ich gerade lang laufe, um schneller dahin zu kommen, wo ich gerade hin will. Und das ist ein ziemlich guter Tipp. Ist dann alles ein bisschen Kuddelmuddel durcheinander, aber was soll's. So, Angriff war unten links irgendwo im Dunkeln. Was? Nein, hier Batterien, go. Licht. Ah, hier ist kein Strom, okay. Hier. Eins, zwei. Blub. Eins, zwei. Oh. Was ist hier passiert? Gun turret. Go. Bau. Gun turret. So, da. Wie konnten die vernichtet werden, ohne dass der Gegner angegriffen wurde? Kamikaze-Einheiten? Vielleicht. Auf jeden Fall brauchen wir hier die zweite Mauer anscheinend dringend. Also wird sie kurz gebaut. Jedenfalls an der Ecke. Und auch ein ganzes Stückchen drüber hinweg anscheinend, weil ich mehr habe, als ich dachte. Viel mehr, als ich dachte.